Hallo, Servus Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Hier zu unserem kleinen Erklärvideo, genau, beziehungsweise Special-Video, was in den letzten Tagen, Wochen bei uns los war und wie die folgenden Wochen, beziehungsweise das kommende nächste Jahr ausschauen wird. Für alle, die gleich vorweg, die meine Reden nicht aushalten, ich werde relativ viel reden, schaltet bitte sofort weg. Alle anderen, viel Spaß beim Zuschauen und es wird interessant. Zuerst einmal müsst ihr wissen, die letzten Wochen waren definitiv nicht einfach für uns. Es kamen sehr wenige Videos raus, habt ihr sicher gemerkt. Auch auf Instagram waren wir sehr inaktiv, haben sehr wenige Fotos eigentlich herausgebracht, verhältnismäßig. Und ja, wir haben halt beruflich bzw. schulisch bei uns gerade privat sehr, sehr viel zu tun. Es ist immer das Gleiche, ich sage immer das Gleiche, aber es ist wirklich so, bei uns geht es drunter und drüber, wir haben gerade jetzt noch mehr zu tun bekommen. Und ja, deswegen kommen wir mit dem Videodrehen teilweise nicht nach, beziehungsweise ist es dann schon sehr spät und der Videoschneider, ich, es ist auch nicht alles so einfach und jetzt ist der Tom krank geworden und das war alles in den letzten Wochen zu viel und deswegen haben wir teilweise keine Videos veröffentlicht. Jetzt Montag ist unser erstes Video seit langem veröffentlicht worden. Weihnachtlich haben wir leider dieses Jahr überhaupt nichts herausgebracht. Was sehr schade ist, finde ich, weil unser Adventskalender, den wir da einmal herausgebracht haben, den ihr auch anschauen könnt hier recht oben, ja, zu Deutsch, der war eigentlich super. Auf jeden Fall, wenn wir das nächstes Jahr wieder so machen wollen, wenn es sich ausgeht mit der Zeit, dass wir dieses Jahr alles nicht drin und wir werden schauen, nachdem morgen das Special-Video von der Claudia rauskommt zu ihrem Geburtstag, dass wir in der letzten Weihnachtswoche, nächste Woche, oh, die Zeit vergeht nicht, dass wir da auch ein paar Special-Videos vielleicht rausbringen zum Thema Weihnachten, vielleicht noch ein Backen- und ein Bastel-Video, wir werden sehen. Auf jeden Fall, das ist nur der Stand der Dinge, nur dass ihr wisst, wir sind nicht faul oder was, wir haben einfach nur viel zu tun und können das mit dem Drehen leider nicht unter einem Hut bringen im Moment. Wir haben das nicht gekonnt. Und wie schaut jetzt eigentlich die Zukunft aus? Naja, wir werden schauen, dass wir das ja gut über die Bühne bringen. Jetzt ist es ja nicht mehr so lang. Wir werden schauen, dass wir ein Weihnachtsspecial rausbringen. Wir werden schauen, dass wir zu Silvester eventuell ein Video rausbringen. Und dann sind wir schon schwuppdiwupp im neuen Jahr 2023. Org nicht? Ich glaube, vor einem bin ich auch hier gesessen, habe ich das erklärt. Und nächstes Jahr gibt es gar nicht so viel Neues, glaube ich. Wir sagen mal den Überraschungseffekt. Ich kann hier noch nichts fest bestimmen in diesem Video. Ich wollte euch nur sagen, dass wir auf jeden Fall wieder mehr aktiv werden und auf jeden Fall schauen, dass wir unsere wöchentlichen Videos veröffentlichen. Und auch das einmal im Monat, das Samstag-Special-Video, dass wir das herausbringen und auf Instagram wieder jede Woche neue Posts veröffentlichen. Das ist uns schon sehr wichtig. Dafür muss nächstes Jahr dann einfach Zeit sein. Was wir sonst noch geplant haben, ich denke, was noch in Planung ist, das kann ich hier noch nicht so fixieren, dann muss ich mich noch absprechen. Auf jeden Fall wird es ein Jahr viele Veränderungen werden. Das werdet ihr auch in unseren Videos merken. Und wir hoffen, dass wir euch begrüßen dürfen in der Playmobil-Familie Putz. Abonniert uns gleich unten gratis für mehr Videospaß und ganz viele tolle Pimp mir Playmobil-Videos und Backen-Videos und alles Mögliche für euren Playmobil-Alltag, damit wir ihn euch vereinfachen können. So, was wollte ich mit diesem Video jetzt eigentlich bezwecken? Eigentlich wollte ich mit diesem Video nur bezwecken, ich wollte mich nur ein bisschen entschuldigen bei euch und Stellungnahme beziehen zu unserer aktuellen Situation. Irgendwie ist es immer zu Weihnachten, darum, dass bei uns ein bisschen tote Hose ist. Und ja, das war mir nur ein Anliegen, dass ich dieses Video veröffentliche, einfach für euch, um euch zu sagen, dass wir das auch wissen, dass wir sehr wenig rausgebracht haben in letzter Zeit. Auch wenn es den wenigsten von euch interessieren wird, die dieses Video gerade anschauen bzw. bisher angeschaut haben. Aber ich sage es trotzdem, es tut uns leid und wir schauen, dass wir wieder aktiver werden und dass wir wieder mehr Videos veröffentlichen können in nächster Zeit. Das Video war jetzt sehr lang und ich habe sehr viel geredet. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Auf jeden Fall. Und morgen wird es sehr kurios, das kann ich versprechen, wirklich extrem kurios, mit dem Special Geburtstagsvideo von der Claudia. Es wird ja verrückt. Aber was ist bei uns nicht verrückt? Deswegen müsst ihr uns unbedingt abonnieren hier rechts rum, dass ihr kein verrücktes Abenteuer, weil jedes Abenteuer wird von Folge zu Folge verrückter und wir werden sowieso immer verrückter. Also es ist nicht für schwache Nerven, unsere Videos anzuschauen und schaut auch gerne bei unserem Familie Putz Fanshop vorbei. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung natürlich, ganz klar. Dort könnt ihr tolle Merchandising-Sachen von der Familie Putz kaufen. Das wird nächstes Jahr auch ein bisschen besser werden. Und
das wollte ich eigentlich nur sagen. Und danke, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr euch diese Zeit genommen habt, eure Lebenszeit, um dieses Video anzuschauen. Jetzt seid ihr wieder up to date und ja, Dankeschön.